So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir waren gerade einkaufen im Rewe, da haben wir sie gesehen. Die Ninja Turtles Pizza von Pizzatainment. Pizzatainment hat letztens ja schon diese Super Mario und Luigi bzw. Wario und Waluigi Pizza rausgebracht. Die haben wir auch getestet. Jetzt gibt es hier Ninja Turtles Pizzen. Zwei verschiedene Sorten. Jede Sorte hat zwei verschiedene Designs. Ich habe mich jetzt für diese zwei Designs entschieden. Beim Crazy Cheese Mix, das ist so grünlich, ne? Crazy Cheese. Und beim Green Double Pepperoni für diese lilafarbige, die so ausschaut. Wir wollen heute jetzt aber alles machen für den Crazy Cheese Mix. Dafür möchte ich euch auch mal einblenden, wie die zweite Edition aussah. Diese habe ich gesehen, habe ein Foto gemacht. Die fand ich aber irgendwie ein bisschen zu kindlich. Das hat mir dann, eigentlich ist es besser aufgeteilt, das sieht irgendwie cool aus, aber mir war das irgendwie zu kindlich, weil die Ninja Turtles darauf so glubschig ausgesehen haben. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme nicht diese, ich nehme die zweite, da sehen die Ninja Turtles aus, genauso wie aus dem Trickfilm, den ich damals als Kind gesehen habe. Das ist also der Crazy Cheese Mix, um den dreht sich heute alles. Das seht ihr hier nochmal da. Das sind schön die vier Ninja Turtles, wie im Trickfilm damals auf RTL 2, wie ich die kenne. Natürlich ist es keine so besondere Sorte, wenn es einfach der Crazy Cheese Mix ist. Was genau ist da aber drauf? Pizza mit schnittfesten Mozzarella, Gouda, roten Cheddar, Cheddar und Edamer tiefgefroren. Ihr könnt wie immer bei Pizzatainment hier ganz viele tolle Preise gewinnen. Also gerade für die jüngeren Leute ist das richtig cool, wenn eure Eltern euch so eine Pizza kaufen, könnt ihr Pizza essen, dann können die für euch noch irgendwelche Sachen gewinnen. Da gab es ja auch mal eine Nintendo Switch oder die Super Mario Spiele. Hier gibt es jetzt sogar Skateboards, hier gibt es irgendwelche T-Shirts, hier gibt es Beutel, hier gibt es ein ganzes Toy-Set. Und irgendwo hatte ich was gelesen, genau hier am Rand. Das ist die Pizza 4 Käse mit Nacho-Style Cheese Sauce. So ist das. 4 Cheese und Nacho-Style Cheese Sauce. Also Käse mit Nacho-Soße. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Die hat auch verschiedene Farben. Während die vorne drauf ja hier so grünlich ist, wird das hier ein bisschen heller. Wird dann wieder ein bisschen dunkler. Wird dann hier, geht es auch ins Bläuliche rein. Da ist hier, sind Logos drauf, auch von Nickelodeon, dem Kinderprogramm, Kinderkanal, was auch immer. Wir wollen die jetzt mal aufmachen. Gefühlt ist es halt jetzt wieder Pizzatainment. Könnte einfach diese 4 Käsepizza, die sie letztens hatten, nehmen und könnte die genauso in diesen Karton packen, nur statt Super Mario einfach Ninja Turtles draufschreiben und ihr würdet denken, das ist eine komplett andere Pizza. Die haben jetzt hier, die ist leider jetzt schon aufgetaut, im Gefrierschrank ist auch kein Platz. Ich muss die jetzt beide nacheinander machen, reiß das Ding jetzt hier mal auf, bring die dann gleich zum Ofen, möchte euch aber zeigen, wie die ausschaut. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, das ist die Pizza jetzt im nicht gefrorenen Zustand, sondern im normalen Zustand, wie die halt schlapprig ist. Die könnt ihr biegen. Die hauen wir jetzt in den Ofen und melden uns gleich zurück, wenn die fertig ist. Und dann testen wir die mal. Und ich hoffe, die schmeckt richtig herrlich. So, die Pizza ist fertig. Passend dazu kommt die Sonne raus. Sauber, Janne. Das mag ich eigentlich gar nicht. Das ist die Pizza jetzt, wenn die fertig ist. Jetzt sehe ich gar nichts mehr auf der Kamera. Und ihr seht Schattenwurf. Wir wollen die euch jetzt mal so zeigen. Guckt mal, wie die glänzt. Guckt mal, wie die aussieht. Das ist 4 Cheese mit, jetzt muss ich nochmal auf den Karton schauen, 4 Cheese mit Nacho-Style-Cheese-Soße in diesem Design. Die Salami ist jetzt drin, die mache ich nämlich parallel dazu. Das seht ihr aber in einem anderen Video. Ich muss sie ja eh kurz noch schneiden. Wir schneiden mal durch. Bin eh gespannt, die ist jetzt total labbrig. Die war ja schon aufgetaut. Da habe ich die jetzt nur kurz drin gehabt. Die hat auf jeden Fall geblubbert. Die muss ja auch nicht knüppelhart und fest sein. Die muss ja einfach nur dann funktionieren, ja. Das ist ja alles, was ich möchte. Ich habe mir auch gleich diese Fuego Hot Habanero Sauce dazugeholt. Wie Tabasco halt, so ähnlich, dass wenn da was fehlt, dass man das noch dazu essen kann, dazu würzen kann. So, ich habe jetzt ganz kurz gewartet, dass die Sonne ein bisschen weg ist, damit ich überhaupt erstmal wieder was sehe. Ich habe nämlich jetzt fast vergessen, ich muss doch die Pizza mit dem Karton noch fürs Thumbnail hier reinhalten. Und jetzt können wir probieren. Und wenn jetzt die Sonne kommt, ist es mir auch egal. Das ist auf jeden Fall total labbrig, aber das ist gut. So ist es wenigstens nicht so total trocken und fest. Beiß mal hier vorne rein.
Heiß. Also vom ersten Bissen merke ich eine Käsenote, aber ganz sanft, ganz sachte, von einer Nacho-Cheese-Style-Käsesoße merke ich in dem Moment jetzt nichts. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen zu heiß, vielleicht muss es noch ein bisschen abkühlen, dass es alles noch ein bisschen durch die Pizza durchdringt, dass sie dann auch noch mehr schmeckt. Erster Eindruck wäre gerade eine Enttäuschung. Denn da steht zwar so viele Käsesorten drauf, aber wir haben auch schon so viele Käsepizzen mal probiert. Jeder macht hier eine 4-Käsepizza, eine 5-Käsepizza. Selbst Capital Bra mit seiner 5-Ho Formaggi hat eine richtig gute Käsepizza rausgehauen. Die schmeckt momentan leider ein bisschen so 0815. Ich glaube, die Käsepizza von Pizzatainment mit Mario und Luigi fand ich aber auch nicht so pralle. Da fand ich sogar die von Bud Spencer, Terence Hill noch besser. Ich bin mal gespannt, ich werde das gleich noch ein bisschen würzen. Ich werde gleich noch mal reinbeißen, wenn das ein bisschen abgekühlt ist. Das zweite Stückchen ist bestimmt besser wie das erste. Ansonsten würde ich bis jetzt sagen, habt ihr da nichts verpasst. Die ist zwar schön schlapprig, die kann man so schön einfach essen, aber zum Preis von 4,29 Euro, 4 Euro noch was, also über 4 Euro auf jeden Fall, würde das von mir keine Empfehlung bekommen. Also ihr habt gesehen, da ist Käse drauf. Der Käse zieht sich auch schön. Es ist halt eine Käsepizza. Ich finde trotzdem aber, dass der Käse präsenter sein könnte. Der geht für mich ein bisschen unter. Ich habe schon mehrere Käsepizzen probiert, die mich alle mehr überzeugt haben. Auch jetzt beim zweiten Bissen. Du merkst, du isst Käse, aber es ist irgendwie belanglos. Eine belanglose Pizza, die dir halt nicht dieses krasse Feeling gibt, was ich eigentlich erwartet habe. So, perfekt, die Sonne ist gerade wieder weg. Die Wolke ist davor. Wir wollen es jetzt nochmal probieren. Mit einem ganz neuen Stück, was auch ein bisschen abgekühlt ist. Und auf diesem neuen Stück, mit dieser Hot Habanero Sauce, ein bisschen Würze reinzubringen, weil gefühlt Tabasco und Pizza gehört einfach zusammen, muss ich mich beeilen, tröpfeln wir hier mal was drauf. Oh, es ist halt sehr flüssig. Kombiniert sich für mich wieder mal sehr gut, schmeckt mir dadurch auch viel, viel besser. Aber eigentlich ist es ja nicht Sinn und Zweck, dass du halt extra immer noch irgendwas auf die Pizza drauf machen musst. Du willst sie ja, wenn du die so kaufst, einfach essen können und willst dann ein richtig gutes Gefühl haben, einen richtig guten Geschmack haben. Wie gesagt, mich überzeugt die leider jetzt nicht. Da war ich Besseres gewohnt, da habe ich mehr erwartet. Mit der Hot Habanero Sauce schmeckt die, weil dann schmeckt es richtig schön scharf, richtig nach Habanero. Aber alleine nur so als Käsepizza gibt es bessere Varianten. Wenn ihr die schon mal gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr die schon getestet habt, schreibt es mal rein. Wie ist eure Meinung dazu? Fandet ihr die gut? Fandet ihr die richtig stark? Oder was ist eure Lieblingskäsepizza, die es im Handel gibt? Ich hatte mich für dieses Design entschieden. Die anderen haben wir euch gezeigt. Jetzt warte ich noch auf die Salami, die gleich fertig ist. Pupsi darf auch gleich mal probieren und Marie ist ja noch eine halbe da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und bis zum nächsten Mal.